Heute mag ich meine Erfahrungen mit dir teilen, und zwar von den liebsten Rucksäcken von Tasmanian Tiger aus dem Jahr 2021 und die Möglichkeit, diesen Kalender für 2022 zu gewinnen. Und wenn dir das interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldo Labbadie. Der Greenscreen, den es besser gar nicht geben kann. Bei uns wird es schon leider ein bisschen kalt. Ganz oben ist schon ein bisschen angefroren, das heißt, es ist ein bisschen kalt, aber sei es drum. 2022, der neue Kalender von Tasmanian Tiger, der Image-Kalender ist heraus, und da sind die Neuheiten schon auch abgebildet. Tasmanian Tiger hat auch eine Tour gemacht mit vielen stationären Händlern, da war ich nicht dabei, weil ich bin ein reiner Online-Händler. Und da haben sie auch schon die Neuheiten so wieder präsentiert. Und jetzt haben mich viele Leute gefragt, ja Rainer, hast du die Neuheiten, hast du die Neuheiten? Alles der Reihe nach. Aber bevor wir in die Zukunft blicken, würde ich noch einmal in die Vergangenheit schauen und dir meine liebsten Rucksäcke, oh, da hinten sind sie, aus diesem Jahr präsentieren. Also ich würde sagen, fangen wir an. Bei den meisten Outdoor-Aktivitäten, bei den meisten Survival-Trainings, die 2 Tage lang dauern, habe ich dieses wunderbare Stück mit dabei, Raidback MK3. Ich weiß, dass das keine Neuheit ist, aber dieser Rucksack ist noch immer ganz oben mit dabei. Toploader, extrem viele Funktionalitäten in Oliv, und ich habe ihn auch in Schwarz mittlerweile, da kommen wir aber gleich dazu. Bei den Trainings habe ich immer den hier mit dabei, den grünen, der passt gut dazu zum Wald. Wir machen ja hier auf Aldo Labbadie bei meinem Greenscreen, den ich hier hinter mir habe, ne? Ja, auch die Trainings, und da sind wir oft 2 Tage, manchmal auch 3 oder auch 4 Tage unterwegs, und da ist das hier mein Geheimtipp. Es ist aber so, dass dieses Oliv mittlerweile für mich, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zu auffällig ist. Ja? Und daher habe ich das Teil auch in Schwarz. Das war auch in Schwarz mit dabei. Ich meine, das ist nur ein schwarzer Style. Wenn ich damit unterwegs bin im urbanen Bereich, auch vielleicht einmal in einem Zug, was ich jetzt schon länger nicht war, aber dennoch, oder am Flughafen oder auf einem belebten Platz, dann bist du mit Schwarz einfach viel unauffälliger, obwohl es genau dasselbe Rucksack ist. Also für alle, die viel reisen, Schwarz die bessere Ausführung. Interessanterweise, es hat jemand bei mir für eine Weltreise den Tasmanian Tiger Raidback MK3 gekauft. Der war bei mir von Survival Training und hat gesagt, ich will den unbedingt in Schwarz, denn wenn ich rund um die Welt fahre, dann will ich unauffällig unterwegs sein. Daher Raidback MK3. Entschuldigung, habe ich auch ein super Video. Übrigens, das ist billigste Eigenwerbung, so wie immer, den Link in meinen Shop. Den findest du natürlich. Ich reibe mir nicht die Hände, damit du bei mir einkaufst, sondern es ist wirklich kalt hier. Ah, so. Dieses Ding hier, ich weiß, dass da der Donker drauf steht, das ist das Citybike, oben beim i-Klicken, habe ich schon einmal vorgestellt. Das ist aber zur Tarnung, denn eigentlich ist das ein militärischer Superrucksack. Der hat hier unten ein Geheimfach, wo man eine Kanone reingeben kann, habe ich aber nicht mit dabei. Aber du könntest der Jet Protector oder sonstiges mit dazugeben. Nein, mit diesem modularen System schaut es ja zivil aus, hast du aber trotz alledem alle Funktionalitäten. Ich habe den sehr gern mit dabei. Eigentlich als EDC, nämlich Büro EDC. Da passt mein Laptop rein und all die anderen Geschichten, die ich zum Arbeiten brauche. Ja, auch ich muss was arbeiten, was mit Büro zu tun hat. Leider in der letzten Zeit viel zu viel. Sieht man auch, aber es wird sich ändern, es wird sich bald ändern. Nicht das, sondern die Büroarbeit. So, der ist extrem cool. Ich möchte dazu sagen, wenn du einen schlanken, unauffälligen Daybag suchst, der fürs Büro, für urbanen Bereich, aber trotz alledem so ein bisschen einen taktischen Touch haben soll und du dieses Tasmanian Tiger Feeling haben willst, dann bist du da richtig mit diesen 3 Fächern. Also ich liebe den Rucksack und ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich bin wirklich froh, dass ich ihn habe. Gut, dann will ich zu was anderem rübergehen, und zwar zu was ganz Großem. Alter! Und zwar dieses Trooper Pack. Alter Fuchs! Das ist jetzt komplett angefüllt und leider habe ich den in grün, weil ich habe den, und das muss man gleich dazu sagen, von Tasmanian Tiger zu einem sehr guten Preis bekommen. Ja? Nämlich früher, und den gab es da nur in grün. Jetzt im Nachhinein hätte ich den auch gerne in schwarz, denn mit diesem Rucksack sind wir heuer mehrfach verreist. Ich muss mit meinem Sohn, mit dem Patrick, den Ältesten, immer wieder auf Therapien und so weiter fahren, und da sind wir zu zweit unterwegs, so ganze Woche. Und das ist unser Rucksack. Da ist das ganze Gepäck drinnen für den Patrick und auch für mich. Also alles, von Zahnbürstel bis hin zu den Socken und Unterhosen. Und natürlich die Dreckswäsche kommt dann auch wieder da rein. Und da ist dieses, boah, der ist jetzt gerade noch so richtig angefüllt, der ist wirklich schwer. Ja, der ist genial. Du kannst ihn komplett aufklappen wie in einen Koffer, da passt alles rein.
Ich liebe dieses Teil. Das ist der Trooper Pack. Ich würde den jetzt halt in Schwarz bevorzugen und vielleicht hole ich ihn mir auch noch in Schwarz. Aber egal. Für mich ist das auch so ein Unterwegs-Sein-Rucksack mit diesem Laser-Cut, den der dabei hat, oben bei mir klicken. Ich habe den schon einmal vorgestellt. Ich kann den hundertprozentig empfehlen. Und viele Leute fragen mich auch, kannst du den noch einmal im Detail vorstellen und deine Erfahrungen und Vor- und Nachteile beschreiben? Und das mache ich sehr, sehr gern. Klick auch oben bei mir oder unterhalb von dem Video. Es gibt einen eigenen Reini Rossmann Kaufberatungskanal. Da spreche ich über Details, die vielleicht nicht für den Mainstream, für den Survival Bushcraft Outdoor Mainstream gedacht sind, sondern für die Freaks. Schau dir den Kanal an, da werde ich das vorstellen. Und dann noch den letzten Rucksack, weil wir reden ja über Rucksäcke hier von Tasmanian Tiger. Und ich weiß, dass da ein Makel drauf ist. Und da, ich bin mir sicher, es kommt wieder. Also ich bin mir sicher, dass heute zwei schlaue, also bei dem heute, bei diesem Video zwei schlaue Kommentare kommen. Erstens, Reini, warum bist du heute in einem Studio und hast da einen Greenscreen gemacht? Weil so schön wie das ist hier, das ist fast unmöglich. So eine wunderbare Landschaft mit diesem Licht und diesem Schattenspiel, das kann einfach nur in einem Studio gemacht sein. Ja. Im Waldurlaubstudio. Das ist Punkt A. Und Punkt B, dass wieder sicher irgendein wunderbarer Mitmensch mir erklärt, Reini, du hast diese Rucksäcke überhaupt nicht benutzt. Die schauen doch so neu aus. Ja, die schauen halt neu aus, weil manche schauen nicht neu aus, weil ich mit denen durch den Dreck kreie und sie irgendwo in den Dreck werfe und andere halt noch schön ausschauen, weil sie nur in der Stadt unterwegs sind. Kann passieren. Der hier, der ist aber wirklich komplett neu. Ich habe oben beim i-Klicken ein Video gemacht zu dem hier in Sandausführung, also in Coyote-Ausführung. Und der ist mir abhanden gekommen. Ich habe ihn nicht verloren, sondern er wurde mir abgemobst. Es gibt Freunde, die Überredungskünste bei mir haben und sagen, der ist so schön, könnte ich den haben? Und irgendwann sage ich, ja, dann nimm's dann halt. Nein, ich habe ihn dann gegeben. Ein guter Freund von mir hat ihn sich redlich verdient. Nein, alles gut. Und daher habe ich mir jetzt einen neuen geholt. Und zwar aus dem Grund, weil der ist zurückgekommen. Den hat schon ein Kunde gehabt und der hat ihn wieder zurückgeschickt. Und er hat mir Folgendes erklärt, warum er ihn zurückschickt. Und das ist jedem sehr gut. Das ist gutes Recht. So widerrufen ist überhaupt kein Thema. Aber er hat mir Folgendes erklärt. Ja, obwohl ein paar Katzenhaare da anscheinend drauf sind, aber es soll so sein. Er hat mir erklärt, es taugt ihm nicht, dass bei diesem Rucksack, der ja modular ist und man den mal komplett aufmachen kann, hier dieses Teil hier, wenn man da Sachen reinpackt, ist klar, weil du hast zwei Fronttaschen, wenn ich da was reinpacke, dass das so schwer nach unten klappt. Verstehe ich, kann ich verstehen, macht nichts, weil jetzt habe ich endlich einen in grün, weil, und jetzt komme ich nämlich dazu, dieses Teil hier ist ideal für Tagesausflüge im Waldurlaub. Das heißt, wenn wir Survival Trainings haben, die zum Beispiel nur einen Tag dauern, wenn wir Kräuterwanderungen machen, wenn wir Tagesseminare machen im Zusammenhang mit Survival-Nahrung oder anderen Dingen, dann ist das hier das Mittel der Wahl. Da nehme ich nicht den Raidpack MK2 mit dazu, ich habe keinen Schlafsack und nichts mit, sondern da ist einfach das Wesentliche mit dabei. Habe aber trotz alledem dieses modulare System, das man gut oder schlecht finden kann, das ist ganz klar. Der Rucksack ist super und eben, ja, trotzdem hier die Funktionalität, einfach Sachen reinzuwerfen. Also der hier, dieses Compact Pack MK2, ist einfach eine total super Sache und kann ich jedem empfehlen, der vom Stil her etwas Schlankes sucht. Also nicht so wie ich, sondern schlank einfach. Und also das werde ich dann alles runterpacken. Also das kann ich eh gleich machen. Ja, ich habe das zum Beispiel bei den Coyote Braunen auch gemacht. Also ich brauche das nicht. Das sind diese Hüftgurte. Und meine Hüfte ist mittlerweile so breit, dass die Gurte einfach nichts mehr helfen. Hat keinen Sinn bei mir. Ich packe es nachher runter. Die Finger werden auch schon kalt, weil es ist wirklich hier kalt in meinem Fotostudio bei meinem Greenscreen. Also, das waren meine Lieblingsrucksäcke. Raidpack MK3 sowie auch dieses Compact Bag, ideal für Outdoor-Aktivitäten. Absolut super Sache. Kann man in den Dreck werfen, besonders wenn es Oliv ist, merkt man fast überhaupt nicht. Alles in bester Ordnung. Also MK3 und Compact Bag ist für den Outdoor-Bereich meiner Meinung nach aktuell die Qual der Wahl, hast du nicht, weil das sind die zwei, die einfach ideal sind. Für den, oder wenn du halt ein bisschen ziviler unterwegs bist in Schwarz, dann das hier, ich weiß, dass das nicht jedem taugt und manche finden die Farbe hässlich, aber für meiner Meinung nach ein idealer, und ich glaube, ich habe den schon 1,5 Jahre oder so irgendwas im Einsatz und zwar wirklich jeden Tag, dieses City Daypack 20, super Sache, gibt es natürlich auch alles bei mir im Shop und ich will ihn jetzt nicht aufheben, den Trooper, für mich ist der Trooper nichts für den Outdoor-Bereich, zumindest von meiner Warte her, also mir ist der zu groß für den Outdoor-Bereich, ich benutze den auf Reisen und ich werde bald wohin fahren, nämlich nächstes Jahr. Aber
Da werde ich den brauchen. Und da werde ich ein Video dort machen. Und das ist cool, aber das hat was mit Waldurlaub zu tun. Aber das ist auch egal. Das war's jetzt. So, jetzt hast du das Ganze angehört von mir. Und als Belohnung hast du die Möglichkeit, dieses wunderschöne Stück hier von Tasmanian Tiger, den Imagekalender 2022, zu gewinnen. Und wie kannst du ihn gewinnen? Du brauchst nichts kaufen, du brauchst nichts abonnieren. Du brauchst nur einen Kommentar hier unterhalb von dem Video schreiben und sagen, ja, ich möchte ihn gewinnen. Und zwar bis zum 15. Dezember 2021 läuft dieses Gewinnspiel. Am 15. Am Abend um 20 Uhr werde ich auswerten, einen Gewinner werden wir auswählen und werden den per Kommentar anschreiben und per YouTube-Funktion, und dann schicken wir dieses nette Teil zu dir nach Hause und dann wird sich das ausgehen, dass das bei dir unter dem Weihnachtsbaum liegt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du sagst, ich suche Weihnachtsgeschenke und ich möchte den Rucksack, dann kann ich dir einfach nur sagen, such dir einen von denen aus, ich kann dir die 100%ig empfehlen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst, schreib mir gerne einen Kommentar, wenn du den Kalender haben willst oder einfach nur so. Besuch auch meinen Shop, da würde ich mich irrsinnig freuen. Komm auch auf waldurlaub.at vorbei. Heute buchen und nächstes Jahr kommen und diese Natur hier genießen, diesen wunderbaren Greenscreen. Ich glaube, es gibt nichts Besseres. Daumen nach oben oder nach unten, doppelt hält ja besser. Abo dalassen, da geht es direkt in meinen Shop, aber andere Videos zum Anschauen. Und es hat mich gefreut, dass du dabei bist, dein Reini Hausmann.